Und Action! Ja, hallo zum heutigen Video. Heute werden wir mal unsere Stiefel und Stiefletten und weitere Schuhzubehör fürs Reiten eben vorstellen und heute ein bisschen Pro und Contra eben nennen und ja genau, ich sag auch, wir fangen einfach mal an. Ja, als erstes stelle ich gleich einmal meine Reitstiefletten vor. Die werdet ihr wahrscheinlich eh schon von manchen Videos kennen. Es sind eben so Lederstiefletten mit einer kleinen Schnürung hier vorne, an der Latschen drin, also eben kein Träger eingefallen, hinten den Reißverschluss. Ich finde die persönlich sehr super, also ich habe die eigentlich immer eben mit reinzogen. Genau. Und sind für den Sommer ganz super, weil sie einfach viel kühler sind als wie eben da die Reitstiefeln. Deswegen habe ich eigentlich ja nie Reitstiefeln an und habe mir erst vor kurzem gekauft, obwohl wir eigentlich schon lange eben reiten. Genau. Dann haben wir einmal solche gehabt. Das sind einfach so Gummistiefletten. Sind natürlich dann, wenn es regnet, wesentlich besser aus wie die Ledernen. Fürs Ausmisten super. Ich habe die eben am Anfang angezogen, bevor ich die Ledernen gehabt habe. Die habe ich jetzt auch noch nicht ganz so lange, vielleicht 1,5-2 Jahre. Haben wir bei der letzten Pferdemesse Welt gekauft. Wie es nur war. Oh. Ja, genau. Und die sind eben, glaube ich, vom Hofer. Also auch nicht so kostspielig. Ja, sind ganz super. Eben wie gesagt, fürs Ausmisten, dass echt Wasser beißen sind. Es wird da natürlich oben nichts ein. Weil da ist halt dann schon, dass man das oben halt nicht unbedingt geschlossen ist. Das ist wohl denen viel besser. Jetzt kommen wir mal zu meinen neuen Reitstiefeln, die ich ja nicht so oft anhabe, weil sie mir noch nicht ganz passen. Das sind eben die Ledernen mit der roten Schnürung. Hinten habe ich so einen kleinen Teddybär, ich hoffe, man sieht das jetzt, da der Reißverschluss ein bisschen kaputt ist. Und Bierflaschen drinnen, damit es stängern. Genau. Die sind eben aus Leder. Die habe ich eben neu und frisch eingefettet. Deswegen sind auch meine Stiefletten so schön, weil sonst schauen die Ideen so aus, das muss ich gleich mal hinzufügen. Ja, ich finde die sehr super, also ich hätte das, sage ich jetzt mal, gerne. Leider ist mir eine Seite ein bisschen zu eng, da brauche ich nur so einen Stiefel weiter schafft, irgendwie, keine Ahnung, was das. Tut mir halt rein und kann das so sparen. Muss ich eben nur machen und hoffe dann, dass das eben passt, weil die anderen Seiten passt mir echt gut. Ja. Natürlich sind die im Sommer ziemlich warm und während ich werde da dann halt auch wieder zu den Stiefletten tendieren im Sommer, weil es halt einfach kühler ist. Genau. Jetzt haben wir nochmal so einen Gummireitstiefel. Haben wir leider nicht mehr einen Trick, aber braucht, dass es irgendwie schon so im Gummi drinnen ist. Ja, einfach Gummi. Hat eben auch keinen Reißverschluss, was halt dann auch blöd zum Aus- und Einkämen ist. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Reitunfall hat und der Fuß anschwült, muss man den dann schmerzhaft aufschneiden. Hab ich auch gelesen. Ja, ist jetzt natürlich dann nicht so toll. Wenn man mit dem Reiten anfängt, sind die natürlich als erstes mal am besten, weil die sind jetzt nicht zu teuer. Und wenn man nur kleines Kind ist, oft wächst man noch, oft muss man nicht dauernd so teure Reitstiefel kaufen. Ja, dann kommen wir mal jetzt zu den nächsten. Das ist also ein eh wieder Gummi. Man kann vielleicht auch so ein Kunstleder, weil drinnen sind es schon ein bisschen edler aus wie die anderen. Auch vom Griff her ein bisschen besser. Ich passe leider auch nicht rein, weil meine Wadeln ein bisschen zu dick sind. Und zu hoch sind sie mir eben auch. Und haben wieder auch keinen Reißverschluss und sind deswegen auch nicht so super. Also wenn ich Reitstiefel habe, dann eben wie gesagt den Reißverschluss. Eben auch dann, wenn man mal in Reitung fährt oder so, kommt man einfach viel besser aus und auch mit, also mit dem Reißverschluss von dem her. Könnte das auch so auch nicht anziehen. Ja, zu guter Letzt haben wir noch diesen guten Winterreitschuh. Da im Reflektoren und ein Gummi und drinnen ist er recht fest. Da haben wir auch wieder Bier drinnen, dass er steht. Da hat er das auch nicht. Und ja, ich habe die halt hauptsächlich zum Ausmisten an, zum Reiten eher nicht. Da ziehe ich lieber meine Winterstiefletten an.
die jetzt daheim sind? Ja, genau, da muss ich dann daheim noch mal kurz was aufnehmen. Die zwei gehen auch noch. Genau, die haben wir jetzt mal ausmisten, weil es recht warm sind. Oder wenn ich eine Reitstunde gibt, da ziehe ich mir einmal vorher an, da ziehe ich die drüber und auf das Fisch. Und recht warm, wenn es jetzt -3 hat. Erst habe ich nämlich auch eine Reitstunde gehabt, wo -2-3 Grad. Und da war das ganz angenehm. Über die Stiefletten kann man natürlich auch so Caps anziehen. Ich habe da jetzt mal lederne, wo halt jetzt der Dreck auch nicht mehr so sonderlich schön geht. Jetzt sehen wir es mal so. Mir sind die leider hinten eben zu hoch. Und da ich jetzt die Reitstiefel habe, muss ich die auch nicht mehr anziehen. Ja, genau, die werde ich mir auch viel haben verkaufen, schätze ich jetzt einmal. Und weil dann müssen wir es nicht weghauen, dann liegen sie auch nicht immer dumm. Die finde ich auch voll super. Die da habe ich früher ganz oft angehabt, darum schauen sie halt auch schon immer so schön aus. Die sind jetzt mehr so, ist eher mehr so Stoff, aber halt eher was Festes. Ja, die habe ich früher am Anfang ganz oft angehabt. Das heißt, wenn ihr es uns schon länger verfolgt, dann werdet ihr sicher schon ein paar Videos gesehen haben. Da könnt ihr euch auch gern unser Weg zum eigenen Pferd anschauen. Das ist unsere Serie, die eben unsere Reitgeschichte mit den verschiedensten Stellen und so zeigt. Die könnt ihr euch gern anschauen. Da werdet ihr das dann sicher sehen, weil da habe ich dann immer so das Ostwind-Feeling gehabt. Keine Ahnung, mit Bühnenschuhen und so, wenn ihr das Ostwind gesehen habt, dann kennt ihr euch aus. Genau, das ist jetzt so wenn ich in so einer Stiefelsammlung. Und die einen für den Winter, das zeige ich euch, das viel wieder haben wir mal und schneid's auch noch rein. Genau. Aber jetzt zu meinen Favoriten, das sind wirklich die Ledernen, sie sind am Edlern und die Reitstiefeln, die ich mir jetzt neu gekauft habe. Auch von Will haben, weil das ist nachhaltig. Genau. Ja, auf Instagram haben wir auch noch Umfragen gestartet, da jetzt ja eure Meinung auch sehr wichtig ist. Zwecks eben, was ihr ganz als erstes für Schuhe im Steuer gehabt habt. Ja, da fangen wir jetzt einfach mal damit an, dass wir eben, ja, oft eben die Antwort gekriegt haben, dass es am Anfang Gummistiefeln waren. Was haben wir denn da nur? Ja, Gummistiefel, Gummistiefel, vom Hofer Gummistiefel. Also, ja, Standard war bei uns eigentlich, dass wir ganz am Anfang einfach Gummistiefel gehabt haben. Ich habe das so schwarze Hände und Zähne auch gehabt, das weiß ich noch ganz genau. Genau. Was haben wir denn nun? Es ist ja oft schon Kamera eben, wo die Antworten, dass eben einfach Turnschuhe angezogen worden sind. Turnschuhe, 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 genau. Da haben wir noch was Interessantes, eben Stiefletten mit so Chaps, Caps, wie sagt man da, keine Ahnung. Eben wir ein Video haben. Da ist dann nur eben eine Antwort gekommen, dass man auch Streckkappenschuhe ankommen kann. Und alte Wanderschuhe. Ja, dann haben wir auf Insta eine Umfrage gestartet. Wer haben wir beim Gummi- oder Lederstiefletten? Schrägstrich Reitstiefeln, ne? Sagen wir mal so. Da ist jetzt bei den Stiefletten rausgekommen, dass 30% von euch gern Gummistiefletten haben und eben die 70% Leder. Ich persönlich habe Lederstiefletten, die ist sicher schon öfters gesehen habt in unseren Videos. Die sind sehr zu empfehlen, leider ja, werden es von der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen das Leder nicht mehr so ganz so schön, aber ist es so. Dafür sind so recht schön, als eingefettet sind. Wenn es richtig ist, dann nie. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Reitstiefeln. Da haben wir jetzt mit 79% Lederstiefeln und nur 21% Gummi. Auch sehr interessant, da bin ich natürlich auch für Lederreitstiefeln, also ich habe jetzt auch. Ja, genau. Ja, uns ist aufgefallen, dass oft eben Sneakers, sprich Turnschuhe und so, genannt worden sind, dass man das gerne anhat im Stall. Wir haben die auch gerne an. Ja, sie sind halt super bequem zum Ausmisten, sind super. Braucht man dann die schönen Reitstiefel oder so anziehen. Bequem sind sie einfach, weil du verschiedene Säulen und so eine da kosten, weil sie einfach leicht sind. Sie sind dann luftig, kann man sagen. Im Winter würde ich sie jetzt nicht so anziehen, wenn er Schnee liegt. Aber im Sommer oder so sind die schon einfach super, wenn du jetzt einfach nur so ein paar Arbeiten machst und nicht wirklich reitest. Natürlich haben wir es auch zum Reiten schon oft angehabt. Vor allem im Sommer, Winter ist dann nicht so. Und ja, sie sind einfach super bequem,
Und zum Reiten zwar jetzt nicht so optimal. Ja, zum Reiten nicht so optimal. Da man hinten keine Absätze hat und die fürs Reiten eigentlich relativ wichtig sind, aber ansonsten so tief in die Reitsteigbügel, in die Steigbügel eingerutscht und da man hängen bleiben kann. Deswegen sind Schuhe mit Absätze immer am besten. Ja, wenn man bei der Karte aufzieht, sind die auch sehr gerne im Steuer, also so ziemlich das ganze Jahr, sie also im Winter im Steuer, wo wir ausmisten. Ja. Neben schon vorher mal erwähnt, sind eben Stiefel, sprich die Flätten, einfach fürs Reiten besser. Weil der Schaft vom Stiefel einfach fast einrutschen und alles schützt. Genauso wie die Stiefletten, wo die Steigbügel halt. Ist einfach sicherer. Genau, es muss dann eh jeder selber für sich wissen, wie er am besten damit klarkommt und wie es für den besten ist. Weil mit Bobaki darf ich glaube ich auch nicht unbedingt mit Burschen reiten. Um Chili ist mir das eher wurscht. Das ist dann jetzt nicht das Problem. Aber ich glaube, das kommt da ziemlich aufs Pferd drauf an, ob man das machen kann oder nicht. Ja, jetzt könnt ihr uns dann gerne in die Kommentare schreiben, wie es ist für ein Thema Turnschuhe im Steuer steht, sprich auch beim Reiten. Ob es das gerne dat, ob es ein No-Go für euch ist, das könnt ihr uns jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Ist dann schließlich nicht ganz ungefährlich und ein paar Meinungen von meinen anderen zu hören, ist natürlich dann auch sehr interessant. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es könnt uns auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr im Stall zum Reiten anzieht. Ob es jetzt Stiefletten sind, Reitstiefeln oder Stiefletten mit Caps oder nur Reitsocken. Könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, was uns sehr interessiert, wie eben andere Leute unterwegs sind beim Reiten. Falls ihr sonstige Fragen dazu habt oder einfach zu den Pferden oder zu uns, könnt ihr uns dann natürlich auch in die Kommentare schreiben. Wir werden die natürlich beantworten. Könnt ihr uns auch gerne ein Like und ein Abo da lassen, da haben wir uns voll frei. Ja, dann sage ich schon danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Wie sagen wir Standby and Action? Und jetzt los. Was, jetzt bitte dieses Video auf. Was, dann ich war mal einen internationalen Filmdreh dabei? Ich hab einen Hunger.